Hi Leute, weiter geht's mit Let's Retro Pokémon, die blaue Edition. Wir sind hier rechts von Orania City und werden ein bisschen angeln. Mal wieder. Aber egal. So, und ich glaube jetzt, es hieß ja vor... Wir haben das ja schon öfters gehört. Ich glaube, der Relaxo versperrt den Weg hier weiter nach rechts. Und ich glaube auch nicht, dass wir in die Höhle können, denn dafür bräuchten wir Blitz. Weil die Höhle bestimmt dunkel ist und Blitz macht halt Licht. Deswegen glaube ich, dass wir erst... Oh, sehr schön. Mittlerweile kann Paras die Carpadora mit einem einzigen Kratzer besiegen. Sehr schön. Deswegen glaube ich, dass wir hier jetzt dann nicht mehr weiterkommen können. Dieses bisschen Angeln dann noch. Und dann werden wir... Vermutlich trotzdem wieder zurück nach Azuria City und dann oben die Route nach rechts nehmen, die Route 9 da. Das glaube ich. Nein, nicht schon wieder. Sehr schön. So, und wie ihr seht, hier das dann auch mit dem Wasser auf. Das heißt, wir haben dann... Ich glaube, das ist das letzte Mal angeln, dass wir vielleicht in den nächsten 2, 3 Aufnahmesessions haben. Also, wir haben jetzt, glaube ich, 20 Folgen lang kein Angeln gehabt. Oder 25. Dann haben wir 10, 15 Folgen Angeln gehabt. Und jetzt haben wir wahrscheinlich wieder so 30 Folgen kein Angeln. Oder vielleicht mal an einem kleinen Teich oder See. Eine Folge zwischendrin. Und das war's dann wieder. So, noch 3 Carpadore. Und ich möchte mich erst hier auf dieser Route weiter umsehen, bevor ich in die Höhle gehe. Stachelspore. Mist. Oder ich gehe erst in die Höhle, das könnte ich auch machen. Kratzer. Aber Moment mal, ich wollte eigentlich Stachelspore nochmal. Mist. Ah, lebt noch. Okay, nochmal Stachelspore. Und jetzt Kratzer. An das Stück da rechts kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. Generell kann ich mich an fast gar nichts mehr erinnern aus den alten Editionen. Nur bis Azuria City. Danach ist die Erinnerung total verschwommen. Also es ist eigentlich fast wie ein Blind Let's Play momentan. Vielleicht kommen ab und zu mal wieder Erinnerungen zurück. Aber eigentlich ist es so genau schön. Man weiß, es ist ein tolles Spiel. Man hat es Stunden, Wochen lang, Monate lang gespielt. Und nach 20 Jahren ist die Erinnerung so verblasst, dass man das ist, als würde man das Spiel wieder von Grund auf neu entdecken. Das finde ich richtig schön. So, Stachelspore. Und zum letzten Mal ein Kratzer. Zumindest zum letzten Mal ein Carpador. So, das sind auch Trainer. Auf welcher Route sind wir hier? Route 11. Also eigentlich ist es geplant, dass wir nach dem S-An erstmal Route 9 und dann einen Felstunnel machen, dann Route 10 nach Lavandier, dort den Pokémon-Turm machen, dann hier Route 8 zurück nach, dann hier Route 7 nach Prismania City, Saffronia City und dann erst Route 11 hier weitermachen. Das ist ein langer Weg. Eventuell könnten die Trainer tatsächlich sehr stark sein. Versuchen wir mal einen.
Wenn er wirklich zu stark ist, dann lassen wir es. Hast du Lust zu kämpfen? Mit mir zu kämpfen? Teenager möchte kämpfen. Hat ein Pokémon und ist ein Rattan. Level 1. Nee, das geht eigentlich. Also wir können hier gleich weitermachen, finde ich. Sherlock, du bist dran. Roten Schlag. Blubber. Ach, Wickel. Biss. Geschafft. Hä? Das ist gemein. 315 Poké-Dollar gewonnen. Immerhin habe ich es versucht. Ich schiebe mich nicht. So, gehen wir mal diesen Weg hier oben entlang. Ich habe gerade erst angefangen, Pokémon zu trainieren. Noch ein Teenager mit zwei Pokémon. Ein Sandan, Level 19. Sherlock, du bist dran. Der Schlitzer. Volltreffer, das tat weh. Blubber. Tja, Aquaknarre. Und ein Zubat. Ich sollte das Pass gleich wieder auswechseln. Der Blutsauger ist gegen Pass sehr effektiv, wenn ich mich nicht irre. Gegen Sherlock glaube ich aber auch. Nein, gegen Sherlock nicht. Das ist ja ein zwei Wasser-Pokémon, aber hat den. Eigentlich dürfte es nicht effektiv sein. Mal sehen. Ja. Das geht. Blubber. Ein Volltreffer. Sehr schön. Sherlock. Beiß zurück. Mist, ich hasse schwache Pokémon. 285 Poké-Dollar gewonnen. Was willst du noch? Lass mich endlich allein. Okay, wie du möchtest. Ach, jetzt sind wir hier, okay. Meine Pokémon müssten bereit sein. Noch ein Teenager. Lauter Teenager. Ein männliches Nidoran. Level 18. Paros dürfte einen Angriff aushalten. Okay, Paros hält keinen Angriff aus. Habitak, du bist dran. Heuler! Silberblick. Oh, ein Volltreffer. Okay, dann einen Furienschlag. Ach, dann, nein, Habitak, nicht daneben. Habitak. Aber jetzt. Nur zweimal, Mist. Nochmal. Ein Volltreffer, sehr gut. Geht doch. Habitak erreicht, Level 20, juhu. Ein Nidorino. Das ist die Entwicklung von männlichen Nidoran. Level 18, Heuler.
Silberblick. Oh nein. Ein Angriff halt mir noch aus. Also Furienschlag. Ach, Habitak. Okay, wir haben doch keinen Angriff mehr ausgehalten. Zubat. Superschall. Na gut. Konfusstrahl. Blutsauger. Volltreffer. Und sehr effektiv. Das gefällt mir. Und es verletzt sich selbst. Super, dann können wir jetzt Biss machen. Ist nicht mehr verwirrt. Schade. Superschall. Ach. Kung-Fu-Strahl. Sehr gut. Das war schwach. 270 Poké-Dollar gewonnen. Hey, Habitak entwickelt sich. Jetzt können wir doch noch unser Pomodoro holen. Habitak wurde zu Ibitak. Ich muss ein paar stärkere fangen. So, wie sieht das aus? Das passt so. Moment mal. Habitak war besiegt, aber durch die Entwicklung ist es jetzt wieder lebendig. Ja, geil. Das gefällt mir. Das finde ich cool. Ha! Wettkämpfe? Ich kann ihnen nicht widerstehen. Sieht aus wie ein Mönch oder sowas. Spieler möchte kämpfen. Und setzt Knofensa ein. Los, Ibitak. Heuler. Ein Wickel. Silberblick. Oh nee, Schlafpuder, das ist ja fies. Nochmal Wickel. Okay. Shillock, du bist dran. Ich sollte Ibitak tauschen. Er sollte nicht als erstes kämpfen eigentlich. Jetzt ist er schon voll entwickelt jetzt. Pokémon sollten drankommen, die noch nicht voll entwickelt sind. Blubber! Ja, Initiative sinkt. Ach, Giftpuder, na toll. Bis. Myrapla, Pokémon wechseln? Ja. Zubat, du bist dran. Superschall. Stachelspore, nein. Naja. Blutsauger. Ah, es verletzt sich selbst. Sehr schön. Und Zubat ist paralysiert. Mist. Es verletzt sich nochmal selbst. Und Zubat ist wieder paralysiert. Was soll der Mist? Jetzt ist es nicht mehr verwirrt. Mist und macht Absorber. Ist nicht effektiv. Super macht Blutsauger und das ist effektiv. Super Schall. Na, schlug fehl. Konfusstrahl. Paralysiert. Mist.
Blutsauger. Ach, schon wieder paralysiert. Aber jetzt. Immerhin hatte ich eine Chance. 1260 Pokédollar gewonnen. Feiglinge haben in der Welt der Pokémon keine Chance. So, jetzt tauschen wir erstmal, wobei Ibitak ist sowieso nein, es lebt ja noch. Tausch gegen... erstmal gegen Zubat. Ah ne, ich hätte gegen... ja, egal. So, und dann machen wir mal ein Gegengift auf Shellog. Einen Paraheiler auf Zubat. Und einen Aufwecker, ich glaube, der ist unten, oder? Ja, auf Ibitak. Gut, dann lesen wir jetzt erstmal den Eintrag für Ibitak vor. Ibitak, ein Pickvogel. Größe 1,2 Meter, Gewicht 38 Kilogramm, die Nummer 22. Mit seinen riesigen Flügeln kann dieses Pokémon nahezu pausenlos in der Luft bleiben. Das gibt es tatsächlich auch ein paar Mal in der Wildnis zu finden. Cool. So, an der Stelle ist jetzt aber auch Schluss, Leute. Die heutige Aufnahmesession an sich wird auch beendet. Wir sehen uns dann morgen wieder in der roten Edition oder übermorgen wieder hier in der blauen Edition in einer neuen Aufnahmesession. Ciao! Thank you.